Hallo und willkommen auf dem Vertrau dich YouTube-Kanal. Ich habe mir einen ganz interessanten Gast heute eingeladen. Beate ist hier und Beate hat was auf den Weg gebracht, was etwas ganz Besonderes ist und was sie noch nie gemacht hat. Sie ist eine Pionierin. Und bevor wir enthüllen, was das ist, Beate, werde ich dir im Gesicht lesen und mal schauen, ob ich sowas wie Pioniergeist und das, was alles dazugehört, um so etwas zu tun, was du getan hast oder auf den Weg gebracht hast, lesen kann. Und ich bin sehr dankbar, dass du mir erlaubst, dich zu lesen, dass ich jetzt mit meiner Methode des Face Readings dir im Gesicht Stärken, Talente und Begabungen ja erkennen und natürlich auch für alle, die zuschauen, auch erklären kann, um auch ein bisschen Face-Reading-Wissen hier auch in die Welt zu bringen, wie es immer mein Wunsch ist. Liebe Beate, ich bin ganz, ganz froh, dass du hier bist. Sehr, sehr schön. Und ich würde sagen, wir legen los. Gerne und danke auch ganz lieben Dank, dass ich hier sein darf und dass du an mir schon mal so, es ist ja auch für mich total schön und interessant, an mir schon mal ein paar Dinge ja nachlesen möchtest. Genau, wir haben uns vorher schon kurz gesprochen und ich durfte auch mal die Dinge, die wir jetzt nicht so genau sehen, die Ohren und alles mal genauer anschauen, dich im Profil. Also ich habe einen kleinen Vorsprung, aber ich werde alles beschreiben, was ich hier sehe. Und mein Fokus ist, wie immer beim Face Reading, auf den wesentlichen Anlagen. Die Anlagen, die sehr stark ausgeprägt sind und die wirklich auch ja zu richtigen Stärken auch zählen von dir, liebe Beate. Und als erstes ist mir deine ausgeprägte Nase eben aufgefallen und die Nase steht für die Profilierung der Persönlichkeit im Leben. Und deine Nase ist kraftvoll, hat eine gewisse Größe und hat auch eine Breite und hat auch einen Bogen im Profil und das bedeutet, du bist eine Frau, die führen kann, die sagen kann, wo es lang geht, die auch mal geradlinig ihren Weg gehen kann, die auch gründlich dabei ist, also die eben nicht nur ja, jetzt mal so die Dinge macht, die sie impulsieren, sondern die auch den Deep Dive kann und die eben auch wirklich belastbar ist, weil dieser Nasenrücken, der auch eine gewisse Breite hat, bedeutet, dass du auch ein Durchhaltevermögen hast und dass du bei dem, was eben auch an Führungskompetenz und Führungswunsch da ist, auch dranbleibst. Und beim Dranbleiben hilft dir noch ein Areal. Du hast nämlich hier ein breites Jochbein. Man kann das wirklich sehr gut sehen. Genau, dieser Knochen. Und das breite Jochbein steht für Kampfgeist, Beharrlichkeit und den Wunsch, seine eigene Originalität zu finden. Und das geht mit der Nase richtig schön in Resonanz. Also die beiden sind wirklich Seite an Seite fürs gleiche Ziel unterwegs. Ja, das ist nicht immer so. Im Face Reading gibt es natürlich auch Gegensätze, die eine Stärke natürlich auch bremsen. Aber bei dir geht wirklich sehr viel in die gleiche Richtung. Und da nehme ich jetzt noch ein Areal, ich habe es schon genannt, nämlich die Ohren. Deine Ohren sind richtig groß, ja. Und das heißt, ja, und das ist nicht immer das, was man so als schön empfindet, ne? Ich weiß nicht, hast du auch schon mal geäußert, dass so große Ohren, dass man die schon ganz gerne unter den Haaren versteckt und so weiter. Aber wenn man weiß, was es bedeutet, vielleicht nicht mehr. Denn große Ohren stehen für Mut und Risikofreude. Und ich habe vorhin das Wort Pioniergeist in den Mund genommen und dazu ist die Kraft der Ohren sehr, sehr hilfreich, ja, die du hast. Also diese innere Sicherheit, sich auch zu trauen, unbequem zu sein, auf Deutsch gesagt, ja. Das machst du aber auch mit viel Gefühl, weil du hast einen sehr vollen Mund, volle Lippen und das heißt, sehr viel Gefühl ist dabei. Ja, also du bist einfach auch ein sehr gefühlsreicher Mensch, der natürlich auch durch eine hohe Wahrnehmungsfähigkeit das auch als, ja, zusammen als Empathie einsetzen kann. Also deine hohe Gefühlsorientierung ist eine Erfahrungskompetenz, die dich eben auch fit macht in Sachen,
Was gibt es alles an den verschiedenen Gefühlen, die man selber fühlt und die man natürlich auch bei anderen auslösen kann? Der Mund redet auch gern, also Kommunikationsfähigkeit ist auch eine Stärke von dir. Na, also du hältst nicht hinterm Berg mit deiner Meinung. Ein voller Mund, der eben auch eine gewisse Größe hat, der verbalisiert auch Dinge gerne. Ja, also bringt sie zur Sprache. Kommunikation ist auch dein Ding. Verbindet sich auch mit dieser groß, mit dem großen Abstand zwischen Augenbrauen und Auge, der bedeutet, du hast Sprachtalent. Der heißt Wort- und Redesinn, ein bisschen altmodisch in der Psychophysiognomik nennen wir diesen Abstand und diese Wölbung Wort- und Redesinn. Das heißt, Sprache ist wirklich ein Ausdrucksmittel für dich und du suchst auch nach den richtigen Worten und du liebst es auch, einen großen Wortschatz dir auch anzueignen. Ja? So. Genau, ja, also das ist wirklich ganz wichtig und dafür brennst du auch. Deine Nase hat noch was, ein mega gutes Darstellungsvermögen und ein gutes Bauchgefühl. Die helfen dir natürlich auch dabei, deine starken Kräfte, die vielleicht auch mal ein bisschen rebellisch und sehr stark nach vorne gehen können und ja, also eine ganz starke Power haben, die auch so ein bisschen abzufedern. Weil das Bauchgefühl, das braucht auch diesen inneren Abgleich und eben auch wirklich aus deiner Empathiefähigkeit auch zu gehen und nicht nur mit den Willenskräften, sondern eben auch, ne, mit der Gefühlsorientierung. Und das Darstellungsvermögen bedeutet, das sind die beiden Plastiken hier auf der Nase, dass du Menschen gut mitnehmen kannst. Du kannst das, was du willst und wofür du brennst, wofür du stehst, gut darstellen, sodass andere auch überzeugt werden, ohne dass du das jetzt so machst, dass das in irgendeiner Form ja, manipulativ ist, sondern es ist eben diese Fähigkeit, die Dinge so rüberzubringen, dass sie andere gut verstehen. Ja? Das ist die Essenz von Darstellungsvermögen. Ja? Und ja, also das sind viele, viele, sagen wir mal, Stärken, die man für einen Pioniergeist gut gebrauchen kann und die du alle hast. Du bist aber auch ein sehr fürsorglicher Mensch, das sehe ich an deinem Kinn, und hast viel Humor. Dieses Clownskinn, was du hast beim Lachen, bedeutet, du kannst auch über dich lachen und bei aller Ernsthaftigkeit und Zielstrebigkeit, die so eine Nase an den Tag legt, und die ist auch anstrengend, weil die Nase ist auch ein Antreiber, liebe Beate, ja, mit so einer Nase ist man auch ständig dran zu sagen, hey, na, wo geht's hin, wo geht's lang? Einfach da so ein bisschen vor sich hin träumen ist da nicht, sondern die will eben umsetzen. Und das ist auch eine gewisse Anstrengung, auch ein Commitment. Und da hilft dir natürlich dein Humor. Und was dir noch hilft, ist, da sind wir natürlich auch schön verbunden mit diesen Herz- und Kontaktbäckchen. Du bist ein sehr kontaktfreudiger Mensch und ein sehr herzlicher Mensch. Also du bist verbunden auch mit dem Gegenüber, auch auf der Herzebene und gehst diese Verbindung auch gerne ein. Und Ich das ist kriege Gänsehaut, wenn ich das mal einschieben darf. ja, das freut mich. Ja, du bist ja jetzt da auch noch mal. Also du hast natürlich auch schon mal was von Face Reading gehört und du hast natürlich auch mal auf meinem YouTube-Kanal geguckt, hast du mir verraten. Aber das, was ich dir jetzt sage, ist schon neu und da freue ich mich, dass ja, dass es dich berührt. Und ich mache jetzt auch mal erstmal ein Päuschen, um dir auch die Möglichkeit zu geben, dazu was zu sagen und vielleicht auch den Bogen hinzukriegen schon zu dem, was dein Leben ja mit diesem Reading und diesen Eigenschaften zu tun hat. Liebe Beate, ja, Ja, sprich. also spannend, spannend, spannend. Ganz, ganz lieben Dank, liebe Anita. Du hast wirklich alle Facts, die mich so ausmachen, hast du genannt. Wir können ja dann vielleicht noch mal so unter uns noch mal sprechen, ob ich auch Schwächen habe. Das jetzt nicht. Kommt drauf an, welche es sind. Wenn du jetzt sagen würdest, du isst gern Schokolade, könnte ich damit leben, aber ansonsten machen wir das dann lieber danach. Aber
Ja, Dazu aber sage ich die. auch gleich was. Also es gibt keine Schwächen, es gibt nur Dinge, die wir nicht so gut können und Dinge, die wir Ja. sehr gut können. Und was vielleicht Schwäche werden kann, ist, wenn ein Areal zu viel Raum einnimmt und die anderen dominiert. Und da dürfen wir immer aufpassen. Und so eine Nase, das habe ich schon angedeutet, die kann auch ein Stressor sein und ein Antreiber, weil sie dich immer nach vorne bringt. Ja. Aber muss nicht. Also deswegen, du darfst das sagen. Ja, also du hast es eigentlich schon auf den Punkt gebracht. Also wenn das tatsächlich meine Nase ist, die immer wieder die Herausforderungen liebt, ich springe so gern ins kalte Wasser, ich liebe Abenteuer, ich liebe Pioniergeist, ich untersetze es auch gleich noch mit Beispielen, dann kann ich kann ja gar nichts dafür. Ich kann gar nichts dafür, dass ich so bin. Ja, also das ist tatsächlich so, dass es manchmal anstrengend ist, aber auf der anderen Seite kann ich auch sehr, sehr gut genießen. Ich bin auch ein sehr sinnlicher Mensch. Ich bin auch gerne mal faul, gebe ich auch gern zu. Aber dieser Anspruch, der in mir ist, ja, der wird nie so ganz zum Schweigen gebracht, also eben aufgrund der Nase, ne? Ich habe mir jetzt so einiges mitgeschrieben. Also mit dem Lachen, das fand ich total schön, weil ich bin dafür bekannt, dass ich total gerne lache und immer, wo ich bin, wird auch irgendwie gefühlt gelacht. Und dass ich auch gerne über mich selber lache. Und es gibt da so einen genialen Spruch, wie ich finde, und immer wenn du lachst, stirbt irgendwo ein Problem. Und weil das ist auch ein Teil von mir, neben diesem Anspruch und diesem was bewegen wollen und Pioniergeist und diesem mutig sein, die Freude in die Welt zu bringen. Das ist auch irgendwie gefühlt so mein Beitrag, weil ich so viel Lebensfreude auch in mir habe. Und jetzt kombiniert mit dem Mut und mit dem Risiko, und sich zum Ausdruck bringen und mit der Kommunikation, kommen wir eigentlich genau auf das Paket, was ich gerade geschnürt habe, weil da ist eigentlich alles genau drin. Ich muss vielleicht dazu sagen und jetzt doch noch ein Stück weit ausholen. Ich bin seit 25 Jahren in der Verwaltung, in der Kommunalverwaltung tätig und seit ein paar Jahren bin ich jetzt quasi an der Führungsspitze. Das ist mein Ziel, was ich jetzt erreicht habe, nachdem ich als Sachbearbeiterin nach dem Studium angefangen habe, wollte ich immer Amtsleiterin werden und habe das erreicht. Bin da total stolz auch auf mich, ne? Weil ich auch sicherlich auch nicht immer ganz einfach war für die Verwaltung und für die Verwaltungschefs. Aber ich hatte zuletzt einen sehr, sehr guten Chef, der mich eben auch empowert hat, der meine Stärke, meine Kompetenz und meine Kraft quasi so eingeschätzt hat, dass er mich empowert hat auf diese Führungsposition und gesagt hat, Frau Frechtürm, Sie sind zu schade für alles andere. Ich traue Ihnen das zu, jetzt diese Amtsleiterin zu werden und bin das auch. Und ja, muss sagen, ich bin da total dankbar dafür, weil ich natürlich auch dort meine Mitarbeiter wiederum empowern kann. Ja, und in dieser Position habe ich jetzt in Nebentätigkeit, hatte ich den inneren Ruf, ein Riesen-Event für Frauen zu gestalten. Ja, wie ist es dazu gekommen? Zum einen bin ich eine sehr, sehr gute Organisatorin. Also ich habe mein Leben lang schon wirklich total geniale Partys im Freundeskreis organisiert. Das war immer ein Riesenbeitrag für die Lebensfreude, für die Lebendigkeit. Und das habe ich jetzt kombiniert mit dem Thema Weiblichkeit, weil aus meiner Sicht, und das ist auch mein eigener Weg, dürfen wir Frauen immer mehr lernen, unsere Weiblichkeit, die in uns liegt, in uns göttlichen weiblichen Wesen, diese Weiblichkeit in die Welt zu tragen und diese auch zu leben und dass wir nicht die besseren Männer sein müssen. Na, das war sicherlich am Anfang, sage ich jetzt mal so ehrlich und selbstreflektiert, auch meiner Führungstätigkeit, war das ein Stück weit so, dass ich natürlich sehr in meiner männlichen Energie auch war. Das ist auch so vorgelebt worden. Unter anderem von unserer Oberbürgermeisterin, die mit sehr männlichen Attributen auch unterwegs war.
Und dann habe ich irgendwann erkannt, nein, das ist nicht der richtige Weg und bin immer mehr quasi, habe immer mehr diese Empathie, die auch in mir ist und diese Intuition, habe die immer mehr rausgeholt und auch zu Wort kommen lassen. Ja, und bin jetzt quasi ganz anders unterwegs, auch mit dem Herzen, was meine Mitarbeiter anbelangt. Also das ist schon auch eine eigene Entwicklung gewesen. Ja, jetzt muss ich mal Luft holen. Du merkst, Ja. also auch mit dem Thema Kommunikation, Wort und Rede sind, hast du auch den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich liebe es zu reden, ich liebe es zu netzwerken, was mir auch bei diesem Women Empowerment Day sehr, sehr, sehr zugute kommt. Auch meine Kontaktfreudigkeit, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich liebe es, neue Menschen kennenzulernen und mich mit neuen Menschen zu verbinden. Ja, und jetzt mache ich mal einen Punkt und dann fangen wir vielleicht nochmal an Women Empowerment Day, was das eigentlich so Genau. richtig bedeutet und was ich da vorhabe. Genau. Aber mir ist es nochmal wichtig, auch da nochmal die Verbindung zu kriegen. Deswegen fand ich das so schön, dich jetzt einfach mal reden zu lassen und dich strahlen und sprühen zu lassen. Weil was ist das Schönste, was wir uns wünschen? Wenn jeder Mensch sein Potenzial lebt, seine Anlagen lebt, ob es nun Führung ist, ob es Organisationstalent ist, ob es Kommunikation ist oder ob es eben auch vielleicht die ganz zurückhaltenden, sensiblen Fähigkeiten sind, die Hellsinne oder eben auch das Familiäre, das Handwerkliche. Es ist ja egal, es gibt keine Wertung, aber Ja. es ist immer das Wesentliche und das Wichtige, dass jeder seine Individualität lebt und natürlich auch im Rollenverständnis, ja. Also da eben auch keine Vorbilder zu haben, keine Prinzipien, sondern auch das letztendlich frei leben zu dürfen. Und das ist ja im Grunde genommen das, was wir alle anstreben, die innere Freiheit und die Freiheit des Individuums. Und deswegen finde ich das so schön, dass du sie dir jetzt auch wirklich genommen hast, diese Freiheit. Auch darüber haben wir auch gesprochen. Ja, du bist ja, hast ja auch eine bewegte gesellschaftliche Biografie. Du kommst aus den ostdeutschen Bundesländern und hast die Wende mitbekommen als Frau, die mittendrin ist, steht im Leben mit 21. Finde ich so interessant. Und auch da eben auch dieses Bewusstsein, diese ganze Erfahrung mit einzubringen, um zu sagen, was bedeutet es, innerhalb eines Systems rauszugehen aus einem System, das eigene zu entwickeln und das jetzt auch anderen zu schenken, diese Erfahrung, die du mit dir selber gemacht hast. Und da sind wir jetzt ja bei diesem Thema, was du auf die Beine gestellt hast, was du noch nie gemacht hast, ne? Wir haben gerade gesagt, Verwaltungstätigkeit und natürlich coachen innerhalb deiner Berufung oder deines beruflichen Alltags und natürlich auch gemerkt, wie viel du auch bewirken kannst auf allen Ebenen, im gesellschaftlichen, im privaten, im sozialen, im beruflichen. Und das jetzt alles mal in eine Veranstaltung zu gießen. Ja, und jetzt, liebe Beate, frech Döring, ich finde deinen Namen auch so toll. Ha, weil die freche Beate ist da drin. Also Nomen ist Omen. Einfach auch die Dinge so zu machen, wie du es willst. Und ja, und du hast dir was vorgenommen und machst jetzt was, was du willst. Erzähl mal, Pippi Langstrumpf. Ja, genau, das Zitat wollte ich bringen, weil ich liebe dieses Zitat. Das habe ich noch nie versucht, also bin ich ganz sicher, dass ich es schaffe. Also das ist für mich wirklich, ich mag es einfach und ich habe das schon ganz oft gemacht in meinem Leben, in kaltes Wasser zu springen. Habe ja auch sehr häufig verschiedene wechselnde Tätigkeiten gehabt in der Verwaltung. Und ich weiß, die Oberbürgermeisterin hatte mal wirklich eine sehr diffizile Aufgabe bei uns in der Verwaltung und hat zu mir gesagt, Frau Frisch-Dürren, Sie sind unsere Geheimwaffe, das machen Sie. Es war vollkommen artfremd, ne? Und es galt in diesem Moment, dieses Projekt zu retten. Und das war jetzt meine Aufgabe, weil ich war die Geheimwaffe und sollte da ins kalte Wasser springen. So, und jetzt dieser Women Empowerment Day. Ich hatte es ja schon angedeutet. Ich möchte einfach in einem wunderschönen, opulenten, fulminanten Jugendstilsaal in der Neuen Welt in Zwickau möchte ich die Frau feiern.
die Frau feiern, die im Prinzip ja ihre Weiblichkeit, ihre Schöpferkraft auch wieder mehr in ihr Bewusstsein bringen darf. Und ich möchte dort auch eine Bewusstseinserweiterung allen Frauen mitbringen, beziehungs- oder mitgeben ein Stück weit, dass wir unser Leben selbst gestalten. Das ist mir total wichtig, dass wir unseren Fokus jeden Tag auf das ausrichten sollen, auf das, was wir wollen, weil alles, im Prinzip alles in unserem Leben immer eine Entscheidung ist. Und das möchte ich ganz, ganz stark vermitteln und habe da ein ganz wunderbares Potpourri, wie ich finde, zusammengestellt aus wunderbaren Speakerinnen, die einen Tag gestalten, der uns Frauen nähren soll, berühren soll, transformieren darf. Ja, einen Tag, der uns auch inspiriert und der uns selbst ermächtigt, weil ich glaube, ich stehe wirklich sehr authentisch für Selbstermächtigung der Frauen. Und das hat ja auch damit was zu tun, dass wir eben erstmal uns bewusst machen, wir dürfen unser Leben selbst gestalten und selbst entscheiden, wie wir leben wollen und was wir leben wollen. Und wenn die Entscheidung einmal getroffen ist, dann heißt es einfach go, go für dich, für deine Träume, für deine Wünsche. Und ich wünsche mir so sehr, dass so viele Frauen aus diversen Pflichten, Verpflichtungen, zweckdienlichen Dingen aussteigen und einfach ihre Flügel ausbreiten, ihre Flügel ausbreiten und ihr volles Potenzial leben. Das ist genau, was du gesagt hast, ne? Jeder hat so viel Geschenke in sich, die er dieser Welt zu bieten hat. Und das ist ein Stück weit mein Beitrag für diese Welt, diesen Tag zu organisieren. Ich habe keine Ahnung, was wirtschaftlich daraus kommt, ne? Aber ich bin ja jetzt keine reiche Unternehmerfrau, die gesagt hat, oh, mir ist langweilig, was machst du denn jetzt mal? Sondern das war ein innerer Call und ich möchte diesen Beitrag an die Welt geben und ich möchte hier ein dachraumweites, krachendes Event gestalten. Und ich sage jetzt mal so, die Teilnehmerinnen bisher sprechen auch schon dafür, dass es so sein wird. Also es haben sich sowohl von Norddeutschland bis ins Mühlenviertel Österreich Teilnehmerinnen schon Tickets gekauft. Die Speakerinnen kommen auch von der Schweiz, Österreich, ich glaube gefühlt halb Salzburg ist dabei, bis hin Norddeutschland. Also zum Thema Weiblichkeit und dass wir wieder unsere Stärke erkennen, die uns natürlich auch ein Stück weit über das Patriarchat über Jahrtausende aberkannt wurde. Und ich möchte einfach, dass wir dahin zurückkommen und genau diese weiblichen Stärken, Intuition, Sanftheit, Liebe, auch die Liebe zum Schönen, die ist auch uns Frauen gegeben. Ich liebe Schönes und jedes Mal, wenn ich mir Schönes betrachte, dann geht mir das Herz auf. Und das ist ja genau das, ne? Richtest du den Fokus auf das Schöne oder siehst du jeden Tag, wenn du ins Büro läufst oder wohin auch immer, die schönen Blätter, die Blüten, alles, was dir begegnet? Und das ist so zu meiner inneren Welt geworden, dass ich mich auf das Schöne fokussiere. Dass ich eigentlich kaum noch mich mit Dingen befasse, wo ich mich ärgere. Also zumeist die ich sowieso nicht beeinflussen kann, ne? Ja, schön. Das ist doch wirklich ein feuriges und begeisterndes Plädoyer für diesen Tag. Vielleicht magst du auch noch mal sagen, wann das ist, weil das ist ja auch ein Genau. super Tag, den du dir da ausgesucht hast, liebe Beate. Genau. Ja, also ich habe gedacht, wenn du was für Frauen gestaltest, dann nimm doch den Frauentag. Es passt. Also es war auch so dieser Impuls, ne, den ich bekommen habe. Ostern, also genau Ostersonntag, hatte ich diese Idee so in meinem Osternest und ich habe sofort am Dienstag nach Ostern angerufen in der neuen Welt. Also so viel zum Thema. Du hast auch, glaube ich, Tatkraft oder so hast du, glaube ich, auch gesagt, ne? Dort angerufen und just dieser Tag war noch frei. Das ist ein Samstag und drumherum waren schon diverse Veranstaltungen eingebucht in diesem tollen Veranstaltungssaal, der auch für Fülle, für Opulenz steht, also perfekt geeignet, um diese weibliche Opulenz zu feiern. Und dieser Tag war noch frei. Ja,
Und ich habe ja zauberhafte, wie gesagt, zauberhafte Speakerin an Bord, unter anderem dich, liebe Anita. Ich bin sehr, 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 sehr dankbar, dass das funktioniert hat. Du wirst einen Workshop leiten. Und das, denke ich, ist sehr, sehr spannend für viele, viele Teilnehmerinnen. Weil, Ja. wie wir jetzt an meinem Beispiel gesehen haben, ich habe mir bisher ganz viel Wissen aus Numerologie, aus Astrologie, zum Teil auch Human Design und all das zusammen hat im Prinzip auch das ergeben, was du mir gesagt hast. Und im Prinzip mit dem Face Reading, ja, war jetzt schon alles auch alles perfekt drin. Ja, danke, liebe Beate. Ja, ich werde das natürlich an diesem Tag live mit Teilnehmerinnen machen meines Workshops, im Gesicht lesen und auch eben Powerpotenzial in den Fokus nehmen, weil wir manchmal eben auch Talente, die wir haben und Begabungen gar nicht leben oder sie unter dem Radar sind oder sie dominiert werden auch von anderen Anlagen, die eben sich Raum nehmen oder die einfach mal eine gute Rückkopplung bekommen haben. Und manches schlummert einfach in uns. Und deswegen haben wir oftmals das Gefühl, wir sind immer auf der Suche. Irgendwas stimmt noch nicht. Irgendwas muss sich verändern. Und da Ja. darf natürlich auch, ja, Transformation passieren. Da dürfen Dinge mit an Bord geholt werden, die eben dann zu dieser Begeisterung, zu der Erfüllung und zur Selbstermächtigung gehören. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Aber um jetzt einfach auch nochmal den Bogen zu schließen, also wir Frauen auch untereinander sind wir ja nicht immer nur nett zueinander und sanft, ne? Da gibt es auch, wir Ja. haben das Thema Sisterhood auch, was ganz wichtig ist, also uns Frauen auch zu solidarisieren, weil das kennen wir auch, dass da nicht immer nur auch Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und das finde ich auch schön, dass das auch dein Credo ist, auch die Frauen miteinander zu verbinden. Und dieses Konkurrenzdenken oder ne, was wäre, weil gibt es ja noch paar Ausdrücke dafür, die ich jetzt gar nicht nennen will, aber die kennen wir alle. Und was natürlich auch wichtig ist, und was weiß ich auch, dass das dir wichtig ist, es gibt auch einen Mann dabei. Also wir sind ja nicht mit diesem Tag oder du bist nicht mit dem Tag unterwegs, um Trennung zu propagieren, sondern das Miteinander. Und ich denke, das sollten wir auf jeden Fall auch noch mal hier ja, verbalisieren und auch betonen, ne? Ja, danke, danke für das Stichwort. Ja, das ist mir total wichtig. Vergesst die Männer nicht, ne? Es geht natürlich um an diesem Tag um unsere weiblichen Kompetenzen, die vielleicht noch nicht so ganz ausgeprägt sind, wo wir einfach Nachholbedarf haben als Frauen. Zum Beispiel, du hast es gesagt, Sisterhood. Wir haben, glaube ich, alle, jede Frau weiß, was es bedeutet, so eine Schwesternwunde zu haben. Ich glaube, das kennen wir alle. Und das ist mir total wichtig. Und ich glaube, unser Vorbild von diesen, wirklich von diesen tollen Mitwirkenden, Speakerinnen, Workshop-Hosts, unser Vorbild, auch wie wir miteinander umgehen, das wird auch schon so viel Heilung bringen, glaube ich. Und das zeigt ja auch ganz deutlich, es geht an dem Tag nicht darum, wer ist die beste, die schönste, die erfolgreichste Leaderin von den, sondern nein, wir alle stehen gemeinsam gleichwertig auf der Bühne, egal wer welche Dinge bisher erreicht hat. Und das ist, finde ich, so viel. Ja, so wohltuend auch schon, dass es ausstrahlt auf die anderen Frauen. Und mir hat auch ganz toll die Botschaft gefallen. Ich habe ja Zwillingsschwestern für das Thema Sisterhood. Und natürlich sind die dafür prädestiniert, eine tolle Sisterhood zu leben. Aber die Botschaft war, jede Frau kann deine Schwester sein. Und wir müssen einfach Vertrauen wieder entwickeln, uns verbinden und ja, und im Prinzip diese Wunden heilen, die wir über diese Jahrtausende auch erfahren haben. Wir sind ja nicht nur verbrannt worden von Männern und misshandelt worden, sondern auch noch verraten worden im Zweifelsfall von unseren Schwestern. Und das sitzt tief und das darf wirklich geheilt werden. Ja. Ja, und ja, und die Männer nehmen wir mit. Ich wollte gerade noch mal sagen, wenn Frauen sich ermächtigen, hat das immer natürlich auch einen wunderbaren Effekt auch auf den Rest der Welt, ja, weil wenn es eben auch im Miteinander geschieht, in diesem, wir sind alle verbunden, in diesem Bewusstsein, dann gehören da natürlich alle Wesen dazu, nicht nur die Männer, sondern
alle Menschen. Und das ist, glaube ich, das, was auch allem zugrunde liegt, seine Einzigartigkeit, seine weibliche, seine menschliche Einzigartigkeit zu leben, aber eben auch zu wissen, alles hat seinen Platz und alles ist auch richtig so, wie es ist. Und Unterdrückung, Dinge, eben Anpassung, Dinge nicht zu leben, die in einem sind, das ist immer der falsche Weg und führt eben auch zu Konflikten. Und das finde ich schön, dass du das ja so auf den Weg gebracht hast, liebe Beate, auch wirklich so authentisch, auch wie du die Menschen und die Speakerinnen angesprochen hast, inklusive mir, fühlte ich mich auch unheimlich abgeholt von deiner, von deinem Mut und deiner, ja, deinem Pioniergeist. Der ist sofort übergesprungen, weil da gibt es keine Expertise. Ich habe schon 100 Veranstaltungen gemacht, sondern mein Buch, das ist mein Wunsch. Hey, bist du dabei? Und das ist für mich sehr, sehr anrührend und finde ich ganz, ganz toll. Und das ist wirklich beispielhaft. Und ich glaube, mit dieser Energie haben wir jetzt sicher auch die ein oder die andere ja auch impulsiert, dabei zu sein. Denn wir brauchen volles Haus natürlich auch. Und wir wollen volles Haus. Wir wollen ganz, ganz viele Menschen dorthin bringen, auch in diese wunderbare Region, die vielleicht viele gar nicht kennen. In Zwickau findet das statt, in diesem wunderbaren Saal, der eben auch noch Neue Welt heißt. Es darf neu werden, es darf bewusster werden, es darf strahlender, noch schöner werden. Dazu dürfen wir alle uns aufmachen und ja, alle Infos zu dem Tag, Anmeldung und sowas natürlich hier unter diesem Video. Sagt es weiter, kommt in Gruppen, kommt mit Freundinnen und so weiter und Kolleginnen, whatever. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr, sehr dabei zu sein und auf die wunderbare Schar und von Frauen. Und danke dir nochmal, liebe Beate, dass du hier mit mir auf meinem Kanal dich verbunden hast, dass ich dich lesen durfte. Und du hast jetzt das letzte Wort. Was magst du unseren Zuschauern und Zuschauerinnen noch mitgeben? Ja, also danke, danke für deine lieben Worte, Anita. Also wirklich wundervoll, danke. Kann ich jetzt eigentlich nur noch hinzufügen, dass eine strahlende, selbstermächtigte Frau, die wirklich ihre Facetten kennt, die genau weiß, wer sie ist, und dazu trägt ja zum Beispiel Face Reading auch bei, die ist nicht mehr zu stoppen. Und nicht mehr zu stoppen heißt, dass die ihre ganze Schönheit, ihre ganze Liebe in diese Welt trägt, ihr Vertrauen auch und ihr Vertrauen auch den Männern gegenüber. Weil wir wollen eben genau nicht eine feindliche Dualität zu Männern oder Männer dissen, um Gottes Willen. Ich möchte nicht an dem kämpferischen Feminismus, der hatte seine Berechtigungen, der war auch wichtig. Dort möchte ich aber nicht anknüpfen, sondern ich möchte vielmehr auch zwischen den Geschlechtern eine Heilung herbeiführen, indem wir Frauen unserer Stärke bewusst werden, können wir auch viel besser in Vertrauen den Männern begegnen und die Männer auch wieder empfangen, also auf allen Ebenen, ne? Also wirklich auch diese männliche Fürsorge. Die Männer sind ja grundsätzlich gewillt, uns Frauen als Frauen zu behandeln, aber da ist einfach so viel gestört worden in den letzten Jahrtausenden, dass man das auch alles wieder bereinigen und begradigen und heilen darf. Und es geht mir darum, wirklich auch einen Heiltag zu kreieren und natürlich auch einen Feiertag. Und genau, du, liebe Frau, bist eingeladen, schnapp dir deine Schwester oder deine Freundin, whatever, und komm nach Zwickau in die neue Welt. Ich freue mich auf dich. Yeah! Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank. Alles Liebe und Gute. Danke, danke dir. Tschüss.